Hallo Leute und welcome back zu einem neuen Video. Nachdem wir euch die Insel Zypern schon in mehreren Videos als Reise- bzw. Urlaubsziel vorgestellt und gezeigt haben, wollen wir in diesem Video nun auf die Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Auswandern eingehen. Drückt doch gerne den Abo-Button und aktiviert die Glocke, so könnt ihr uns unterstützen und verpasst gleichzeitig auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr von uns. Sollten während des Videos Fragen auftauchen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir werden uns bemühen, diese so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, somit Video ab und viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie die meisten von euch hier wissen, sind die Chrissy und ich im März dieses Jahres, also ich schon im Dezember letzten Jahres, die Chrissy ist dann im März dieses Jahres mit mir nach Dubai gezogen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass wir auch das halbe Jahr über auf Zypern leben. Das heißt, wir haben unseren Hauptwohnsitz in Dubai und unseren Nebenwohnsitz in Zypern. Das heißt, ich habe auch schon knapp 1,5 Jahre hier auf der Insel gewohnt. Und wir hatten ja damals schon ein Video zum Thema Auswandern nach Dubai, das sehr, sehr gut angekommen ist bei euch. Und deswegen machen wir dasselbe heute nochmal für Zypern. Also wir haben jetzt die wichtigsten Fragen. Ich habe mir hier einiges notiert, haben wir uns zusammengeschrieben, gehen die Punkte einzeln durch und ja, lass uns keine Zeit verlieren und direkt losstarten mit dem ersten Thema. Das wohl wichtigste Thema ist das Thema Lebenskosten auf Zypern. Ich habe gerade vor einer Woche oder so auf YouTube ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, dass man mit 1000 Euro auf Zypern leben kann. Also ich würde jetzt gar nicht sagen gut leben, aber leben kann. Ist wahrscheinlich sogar möglich, aber ich denke mal, die meisten Auswanderer, die hierher auf die Insel kommen, wollen halt zumindest einen gleichen Lebensstil haben oder wenn nicht sogar einen besseren Lebensstil haben als in Europa. Und Zypern ist definitiv kein billiges Land, muss man sagen, also steuerlich gesehen schon, da kommen wir eh gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Kosten sind in gewissen Bereichen teilweise sogar höher wie am Festland in Europa. Andere Sachen wie zum Beispiel das Wohnen kann es teilweise aber sehr, sehr günstig geben. Das Wichtigste, wenn man sich jetzt eine Wohnung oder ein Haus auf Zypern sucht, ist sicherlich sich zuerst zu entscheiden, wo auf der Insel möchte man wohnen, weil hier gibt es riesengroße Unterschiede. Das heißt, wenn ich jetzt direkt in Larnaca oder in Limassol oder in Nikosia in den großen Städten wohnen möchte, dann wird das definitiv teurer werden, als wenn ich jetzt ein bisschen abseits Richtung Paphos oder Polis zum Beispiel runtergehe. Also wir haben schon teilweise dieselbe Art von Haus, wie die jetzt, wo wir drin leben, für den halben Preis in Paphos gesehen. Als kurzes Beispiel, wie es bei uns ausschaut, wir haben so ein kleines Häuschen, 70 Quadratmeter, aber direkt am Strand in der Nähe von Larnaca. Und wir bezahlen als Miete 850 Euro, dann kommen noch knapp 150 Euro Nebenkosten hinzu, also Müllabfuhr, Strom, Internet, also sind wir auf knapp 1000 Euro. Diesen Preis zahlen wir aber auch nur, weil wir direkt, ja, sag ich mal, zweite Reihe am Strand sind. Also wir können aus unserem Schlafzimmer direkt aufs Meer schauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel zwei, drei Reihen weiter hinten wohnen würden, dann würden wir dasselbe Haus wahrscheinlich für das halbe Geld schon bekommen. Also wie gesagt, wenn wir zum Beispiel dasselbe Häuschen wie wir haben, uns in Paphos nehmen würden, so in der Richtung, dann werden wir wahrscheinlich mit 500 bis 600 Euro all inclusive dabei. Und uns persönlich, also Christine und mir, uns gefällt es rund um Paphos eigentlich wesentlich besser als hier in Larnaca. Was man aber wissen muss, du bist ziemlich abseits gelegen in Paphos. Das heißt, wenn du einen Anschluss willst, ja, an die größeren Städte oder so, ist hier einfach einzukalkulieren, dass man definitiv ein Auto braucht, weil die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt nicht die besten sind. Also das gehört definitiv einkalkuliert. Wir haben uns schon überlegt, in Zukunft eventuell was Richtung Paphos mal zu mieten, aber das steht derzeit noch in den Sternen. Also wie gesagt, man muss sich wirklich im Klaren sein, was brauche ich, was benötige ich, will ich viel Action haben, will ich es ruhig haben, habe ich Kinder, das heißt, wenn ich Kinder habe, wo ist deren Schule, wie weit sind die Entfernungen, und das sollte man alles vorher sich wirklich im Klaren darüber sein, nicht, dass es dann hier, wenn man auf der Insel ist, auf einmal ein böses Erwachen gibt. Wir blenden euch auch unten als kleines Beispiel die Lebenserhaltungskosten von Zypern ein, damit ihr euch so ungefähr ein Bild machen könnt. Also Wohnen generell ein bisschen günstiger, wenn man es richtig angeht, aber Elektronik zum Beispiel ist sicher 15 bis 20% teurer hier auf der Insel als am europäischen Festland. So, wo kann ich jetzt eine preiswerte Wohnung oder ein Haus finden? Es gibt hier auch genau wie in Deutschland oder in Österreich
unzählige Portale. Auch hier blenden wir euch diese Seiten ein und stellen sie auch nochmal in die Infobox. Also wir haben zum Beispiel onlineproperties.com, wir haben primeproperty.com oder was die meisten Zyprioten verwenden, das ist basaraki.com. Also hier auf Basaraki, du findest alles vom Auto über die Wohnung, oder du kannst alles kaufen. Kann man zum Beispiel wie mit Willhaben in Österreich oder auch mit eBay und so weiter vergleichen. Kommen wir nun gleich zum nächsten Thema, und zwar den Kosten für Lebensmittel, Drogerieprodukte und Co. Generell kann man sagen, dass sich die Preise im Supermarkt nicht zu dramatisch von den Preisen in Österreich unterscheiden. Aber was man sagen muss, speziell wenn es um das Thema Obst und Gemüse geht, da kann man hier in Zypern einiges an Geld einsparen, wenn man auf die lokalen Märkte geht und die Produkte nicht im Supermarkt kauft. Also da gibt es nicht nur preislich ist es günstiger, sondern auch geschmacklich sind diese Produkte viel, viel besser. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, Dinge wie importierte Heidelbeeren oder so, da zahlt man locker mal für so eine 500 Gramm Packung bis bei 5-6 Euro. Also dessen muss man sich hier schon bewusst sein. Aber es gibt hier viele Saisonen, die Wassermelonen, die Bananen, die Datteln, die Feigen, was es hier alles lokal gibt. Also das kann man sehr, sehr günstig einkaufen. Was geben wir so aus im Monat? Also wir bei uns, die Christina und ich, wir haben auch natürlich noch den Hund, die Mana. Wir sind derzeit so bei 350 bis 400 Euro für Lebensmittel. Also man kann natürlich auch günstiger, man kann natürlich auch wesentlich teurer. Bei der Christina ist es ja so, sie ist Veganerin, das heißt, hier sind einige Produkte, die sind einfach teurer. Das ist so. Dieses Problem haben die Veganer leider, dass sehr viele Produkte teuer sind. Aber wie gesagt, das hast du sowieso überall. Ansonsten ist die Insel ziemlich gut ausgestattet mit Supermärkten. Also ich glaube, der bekannteste und größte Supermarkt hier auf der Insel ist der Alpha Mega. Da bekommt man so gut wie alles. Aber hier muss ich ganz klar sagen, ich habe es ja schon angesprochen, Thema Obst und Gemüse. Da gibt es das viel, die bessere Qualität zu einem besseren Preis beim Lidl. Und den Lidl kennt eh jeder von uns. Also wir gehen zu ca. 80% gehen wir zum Lidl einkaufen, nur für ein paar gewisse Produkte, die wir dort nicht bekommen, gehen wir halt zum Alpha Mega. Aber speziell für die Österreicher und Deutschen ist es natürlich sehr, sehr gut, dass man auch einige einheimische bekannte Produkte hier ganz, ganz leicht bekommt. Also wie gesagt, Lebensmittel, der eine lebt günstiger, der andere ein bisschen teurer, aber ich sag so mit 350 bis 400 Euro im Monat, da kommst du schon sehr, sehr gut drüber und uns fehlt es eigentlich an nichts. Von dem her ist das absolut in Ordnung. Jetzt vielleicht gleich zu einem sehr trockenen Thema, Steuern, Sozialabgaben, vielleicht so ein bisschen Durchschnittsverdienst. Zypern ist ein Niedrigsteuerland, deswegen kommen ja auch sehr, sehr viele Leute hierher. Und speziell, wenn man eine eigene Firma hat, wenn man vielleicht so ein digitaler Nomade ist, online arbeiten kann, dann macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, nach Zypern zu kommen. Du hast hier einen generellen Steuersatz von 12,5%. Wenn du Dividenden erwirtschaftest, kannst du diese sogar steuerfrei rausziehen. Das ist schon sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du als, wenn du hier ein Angestellter bist, das heißt, wenn du einen normalen Job hier hast, hast du zwar auch weniger Steuern, weniger Abgaben auf deinen Lohn, aber dafür verdienst auch ein bisschen weniger wie am Festland in Europa. Das heißt, hier nimmt sich das dann eigentlich relativ wenig, aber wenn ich jetzt selbstständig bin, mit der Familie runterkommen möchte, kann man sich hier natürlich sehr, sehr viel sparen. Und nichtsdestotrotz, oder genau aus diesem Grund, wächst auch die deutschsprachige Population auf Zypern rasant an. Also es gibt jetzt, glaube ich, schon über 200.000 Deutsche, Österreicher und Schweizer, die hier auf Zypern wohnen. Ich will zu sehr will ich auf die Details gar nicht eingehen. Man findet sehr, sehr viele Videos zum Thema Steuern und Co. Aber da muss auch jeder immer individuell seine Situation begutachten. Und deswegen ist es immer empfohlen, sich mit einem Steuerberater auseinanderzusetzen. Wenn ihr einen guten Steuerberater für Zypern empfohlen haben möchtet, schreibt uns das gerne in das Kommentarfeld rein und wir stellen euch einen guten Kontakt her. Nächstes Thema, das wir ja schon in einem unserer letzten Videos besprochen haben, das ist das Thema Mietauto bzw. Autokauf. Man kann hier günstig ein Auto bekommen, aber man muss gut suchen. Das heißt, hier auf Zypern werden natürlich sehr viele Autos importiert, das heißt, alle Autos werden importiert, die meisten kommen aus
England und im Schnitt kann man sagen, sind die Autos ein bisschen teurer, wenn man was Ausgefallenes haben möchte, aber so Autos wie jetzt Nissan, speziell also viele japanische Autos, die kann man hier relativ günstig bekommen. Für uns zahlt es sich aber nicht aus, hier ein Auto zu kaufen, weil wir eben wie gesagt immer nur 3, 4, 5 Monate im Jahr auf der Insel sind. Aber auch hier kann ich euch empfehlen, wenn ihr auf die Insel kommt, um auszuwandern, natürlich macht es Sinn, sich ein Auto zu kaufen, speziell wenn man sich die Mietwagenpreise aktuell anschaut, die ja sehr, sehr hoch sind, muss man so sagen. Also wir haben ja das auch schon mal in einem der letzten Videos erzählt, was wir jetzt so in den letzten paar Monaten bezahlt haben. Speziell Juli und August ist sehr, sehr teuer, wenn man sich einen Mietwagen nehmen will. Also wir haben zum Beispiel hier im August für 30 Tage haben wir 780 Euro für so einen kleinen, was war das, so ein Opel Corsa bezahlt. Also du hättest vor einem Jahr noch wahrscheinlich so einen 3er BMW oder einen 5er BMW locker mieten können. Jetzt im September ist es schon ein bisschen günstiger. Jetzt bezahlen wir nur 570 Euro pro Monat. Jetzt haben wir so einen kleinen Hyundai i10. Also das ist immer noch massiv teuer. Und hier gilt es aber zu vergleichen. Das heißt, ich würde empfehlen, dass wenn ihr das erste Mal nach Zypern kommt, nehmt euch einen Mietwagen und vergleicht aber auch die Preise. Wir schauen immer zum Beispiel auf Check24 unter Mietwagen. Es ist oft günstiger, nicht direkt am Flughafen einen Mietwagen zu nehmen. Es gibt sehr viele Car Rentals auch ein bisschen außerhalb, wo man auch nochmal 20, 30, 40% sparen kann. Also da werden wir auch noch ein paar Rental-Seiten in der Infobox einblenden. Also das waren jetzt so grob, sage ich mal, die Ausgaben, die wir haben. Roundabout 1000 Euro für unser Haus, 570 Euro für den Mietwagen, dann ungefähr 400 Euro für Lebensmittel. Also wir geben schon roundabout 2000 Euro aus. Dann kommen natürlich noch andere Ausgaben, wie jetzt Ausflüge oder wenn wir mal wo essen gehen, hinzu. Und auch ja, unangekündigte Ausgaben hat man ja immer wieder mal. Von dem her, wenn man in Zypern wirklich gut leben möchte, sage ich mal, mit 2.000 bis 3.000 Euro kannst du hier definitiv besser leben als in Deutschland oder in Österreich. Aber wenn es dann darunter geht, ohne Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so, da würde ich es mir wirklich noch dreimal überlegen, auf die Insel zu kommen, weil ja, es ist einfach so. Da muss man ganz klar sagen, mit 1.000 Euro im Monat würde ich Zypern eher nicht angehen. Oh klar, es ist möglich. So, das war's dann auch von meiner Seite. Ich übergebe jetzt nochmal ganz kurz an die Christina. Somit haben wir alle Fragen für dieses Video beantwortet. Wir hoffen, wir konnten euch dieses verständlich rüberbringen. Solltet ihr, wie gesagt, noch weitere Fragen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir werden uns bemühen, diese so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, solltet ihr auch auf der Suche sein nach weiteren Inspirationen, scrollt gerne mal durch unseren Kanal oder besucht uns auch auf unseren Social Media Seiten. Die Links findet ihr in der Infobox. Und somit sage ich danke, dass ihr unser Video gewählt habt. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir freuen uns, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut und see you!